Zu Gast in der Region. Unter diesem Motto spielte der deutsche Meister von Coach Martin Albertsen in Schwieberdingen gegen den letztjährigen 10. frisch auf Göppingen und überzeugte schon jetzt wieder mit einem souveränen Auftritt. Auch wenn aktuell noch einige Spielerinnen wegen kleineren Blessuren geschont werden müssen. Ganz besonders gut in Form und top motiviert scheint schon die neue Nationalspielerin Antje Lauenroth zu sein. Normalerweise ist die Kreisläuferin da, wo es wehtut, in der Mitte zu finden. Aktuell vertritt sie aber die angeschlagene dänische Nationalspielerin Fie Woller links außen. Gegen Göppingen traf Lauenroth 10-mal. Nur die beste Torschützin der letzten Saison, Michaela Rybkova, bekamen die Ladies nicht so gut in den Griff. Auch sie war 10-mal erfolgreich. Am Ende steht aber ein überzeugender 32-21 Sieg des deutschen Meisters. Man sieht, dass wir in der Abwehr noch ein bisschen Abstimmungsprobleme haben, da vielleicht ein bisschen zu passiv sind. Aber ich denke, wir haben jetzt immer so gerade Ende erste Halbzeit und auch phasenweise in der zweiten Halbzeit gut gezeigt, dass wir auch jetzt schon wieder einen ganz guten Stand haben. Ja. In der kommenden Woche geht es für die SG Ladies ins Trainingslager nach Lanzarote. Die neue Saison startet dann mit dem Supercup-Spiel gegen Pokalsieger Buxtehude am 3. September in Hamburg.